Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei World of Tanks. Mein Name ist Mr. Rampage. Und wir starten heute ins Gefecht mit einer kleinen Spezialrunde, dem Panther, den ich mir geholt und erforscht habe. Der ist soweit komplett ausgebaut. Ja, wie man sieht, ich habe die große Kanone drauf. Und wir haben nämlich jetzt seit 3 oder 4 Tagen dieses Mal 5. Deswegen können wir ordentlich absahnen und aufräumen. Nachher kümmern wir uns um die Jagdpanzer. Da geht speziell um den 6er Panzer, das Nashorn. Dann geht speziell um den sturen Emil. Und es geht speziell um den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger. Alle 3 TDs, richtig toll, gefallen mir richtig gut. Bei den zweien hier, ja, bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, aber bei denen, der macht mir schon ziemlich Spaß. Okay, starten wir erstmal ins Gefecht mit dem Panther. So, liebe Freunde, kommen wir zum Panther. Der mittlere Panzer, Stufe 7 der Deutschen. Rutschen wir ins Gefecht und hoffen, was wir so tun können. Mal nebenbei meinen Kaffee trinken. So, wir befinden uns auf Polargebiet. Und ich hoffe, ich kriege gleich ganz schnell was zu mümpeln. So, gucken wir mal. Die fehlende Gun Depression ist ein Problem. So, schön anwinkeln. Ich komme nicht durch. Ach, das gibt's doch wohl nicht. Sehr schön. Sehr schön. Habe ich noch eine kleine Rest-HP.
Oh. Da habe ich ihn zu spät gesehen, den Rheinmetall. Schade. So ein schöner Panzer. Gut. Müssen wir uns ja nicht weiter angucken, das Gefecht. Kommen wir zum Rheinmetall-Waffenträger Borsig. Springen wir gleich mal ins Gefecht. Auch ein herausragender Panzer. Ich würde sagen, wir fahren auf die linke Flanke. Auf der rechten kommen ja eindeutig zu viele Panzer. Und da ich keine Panzerung habe, wäre ich da ziemlich schnell futsch. Und das möchte ich natürlich nicht. Ja, was gibt es für den Panzer zusammen? Zu sagen, er hat keine Gun Depression, also er kriegt seine Kanone nicht weit runter. Ja, das ist natürlich wichtig zu sagen. Ja, rundrum kriegt er sie nicht weit runter. Er ist relativ mit mobil mit 30 km/h. Ja, und sein Motor ist natürlich schnell defekt. So. So langsam könnten auch mal die Gegner kommen. Jawohl. Ich sehe leider niemanden. So, dann gucken wir uns mal die Auswertung an vom Panther. Es war natürlich nicht so dolle. 789 Schaden konnte ich machen, bevor ich abgeschossen wurde. 8000 Credits blieben übrig und mal 5, 3960 Erfahrung. Und jetzt nehme ich erstmal die HE raus, denn ich habe gesehen, ich habe welche drinne. Ja, 5 nehmen wir mit. Und davon mal 10. Oder nehmen wir mal 15 mit.
So. Mit dem Rheinmetall hat man noch eine Auswertung. Die habe ich noch gar nicht gezeigt. Haben wir natürlich gewonnen. Oder habe ich die gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Das sind auch 3.900. Ja, das ist halt, wenn man nicht wirken kann, ist das relativ sinnfrei. Kommen wir zum letzten im Bunde für heute. Und zwar den sturen Emil. Er ist soweit ausgebaut, hat die Topkanone drauf, alles schick. Muss ja auch die Topkanone haben, sonst könnte ich ja den Rheinmetall nicht haben. Und wir starten direkt ins Gefecht. Jo. Ja, das ist fett. Das ist mal richtig fett. Ja. Los geht's. Oh, da verschieße ich gleich mal zwei HE-Schellen. Na, geh mir doch mal aus dem Wege, Su. Oh, wir werden getroffen. Na, wundervoll. Sehr reizend. Und da ist er geplatzt. Ja, das ist das Gute am sturen Emil. Ja, drei Artis ist übel. Das ist richtig übel. Da kommen wir nicht hoch. Ja, das ist für mich jetzt sehr gefährlich. Gleich weg. Gleich weg. Ich zähle jetzt die Arti-Schüsse, wenn sie da reinknallen. Sehr schön. Das Ding ist einfach nur übel. Also für dieses Tier. Alter. Thank you.
Oh. Oh ja, da spiele ich wohl mit jemandem, den ich schon mal. Stumm geschaltet habe. Jawohl. Das lohnt sich. Keine Ahnung, wo der ist. Ich versuche noch ein bisschen Schaden zu machen. Bin nicht mal in der Nähe. So. Okay. So, wo ist er? Na komm, trau dich, fahr drüber. Ich lade HE mal rein. So. Den Flankierer haben wir weg. Dann holen wir uns jetzt den T37. Und fliegen schön unterhalb seines Radars. Denn der Chito, der ist auch noch da. Mist.
verdammt! Ja, jetzt bin ich down, ey. Nein! Oh, verdammte Scheiße, da geht er zu. Ach, shit. Da geht er zu und ich drück ab, ey. So unverzieht das Ding. Scheiße. Den hätte ich normalerweise, ich hätte sie beide gekriegt. Oh, shit. Na, das werden wir jetzt verlieren. Ach, was für eine Runde, die hätte ich gewonnen. Na, hoffentlich trifft er den. Jawohl, der Gibi Panther hat ihn platt gemacht. Naja, scheint ja doch noch recht interessant zu werden, die Runde. Die Artillerie-Einschläge. Tja, der Tok, der ist wohl ein bisschen faul. Oh oh. Wir sind bewegungsunfähig. Das war scheiße jetzt. Das ist shit. Na toll. Gut, dann werden wir das Ding wohl verlieren. Den werde ich auf jeden Fall reporten. So, na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann zeige ich das Nashorn und grüße eure Mutti.